Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid. Let's Play World of Warships ist wieder da. Und zwar heute mit der Kaiser Nikolai I, dem Tier 4 Schlachtschiff der Russen. Und ich muss sagen, je häufiger ich das Ding spiele, desto cooler finde ich es, weil da geht einfach die Luzi ab. Die macht richtig, richtig Wumms. Und dementsprechend muss man sie sich einfach nochmal anschauen. Und gerade bei Premium-Schiffen ist es ja eh so, überlegt man sich häufig, soll ich es mir kaufen, soll ich es nicht kaufen? Und da ist so ein Video immer schön, um das Ganze vielleicht ein wenig zu bestätigen oder zu sagen, nee, das Geld investiere ich anders. Also, bleibt dabei, wir schauen jetzt ein Gameplay an und legen direkt los. So, wir haben also auch nun ein Battle gefunden, und zwar die Karte Neuer Morgen. Und was schön ist, wir sind mit unserem Tier 4 Top-Tier. Das muss ich nämlich gestehen, ist mir zuletzt mit der Kaiser Nikolai doch häufig passiert, dass ich im 5er, 6er Gefechte gekommen bin. Dass ich aber mit meinem 4er in 4er Gefechte gekommen bin, das ist schon wieder etwas länger her und gefällt mir natürlich umso besser. Die Drehgeschwindigkeit der Kanonen, die ist unglaublich gering. Also das ist etwas, da muss man sich dran gewöhnen. Aber wenn man das einmal raus hat, dann klappt es wirklich gut. So. Musste nur schauen, weil ich habe meine Mods nochmal geändert, nachdem ich vor kurzem noch das Problem hatte, dass ich beim Aimen immer so weit weg war. Aber jetzt geht's wieder. So, ich würde einfach mal hier den langen Weg nehmen. Sehr wichtig und sehr gut. Es ist beim Gegner, so wie bei uns, kein Flugzeugträger dabei. Weil Flugzeugträger, das mag das Schiff hier gar nicht. Die Anti-Air ist wirklich sehr, sehr, sehr schwach. Und dafür ist es auch noch so träge wie ein Kühlschrank im Wasser. Also extrem. Jetzt müssen wir nur noch Gegner finden. Für Tier 4 ist die Reichweite mit 14 Kilometer absolut super und absolut okay. Da kann man sich nicht beklagen. Die anderen sind auch nicht besser. Aber, und das ist das Problem, sobald man in Tier 5, Tier 6 Gefechte kommen, da wo dann die Gegner mal 2, 3 Kilometer mehr Reichweite haben und gerade die Schlachtschiffe natürlich noch mal mehr, dann wird man zum leichten Ziel. Die Frage ist, wann geht der erste Gegner auf? Ich will jetzt auch nicht zu weit am Rand fahren, weil das ist halt das Thema mit Schlachtschiffen, wenn man nicht den richtigen Spot sozusagen findet, dann hat man ein Riesenproblem, weil dann fährt man ansonsten den Gegner so lange hinterher und hat eigentlich wenig von der Runde. Da ist doch schon was. Die Wyoming. Ja, auf die fahren wir gut drauf zu. Das heißt, wir drehen noch ein bisschen bei, dass wir gleich wirklich drauf schießen, weil die fahren auch genau in unsere Richtung. Noch 2 Kilometer trennen uns vom Schießen. Noch 800 Meter. Sie will gerade ein bisschen beitreten, aber sie hat jetzt gleich die Insel dann neben sich. Und jetzt schießen wir mal los. Schüsse kommen, aber ein bisschen ungenau. Geschossen von mir, nicht vom Schiff in dem Fall. Aber jetzt hatte sie auf einmal genau die Insel neben sich. Das war jetzt das Problem von der Wyoming. So, wir laden nach. So, jetzt die Schüsse. Diesmal kommen sie besser. Na, einer, drei hat getroffen, aber einer davon nur wirklich so, dass ich sage, der Schaden war da. So, jetzt fahrt sie wieder in die Insel und jetzt steht sie gleich.
genau, jetzt haben wir es. So, jetzt wird sie nämlich auch gleich zurückfahren, deswegen gleich schon mal ein bisschen hinterhalb aimen. Und los geht die Luzi. 2800 Schaden, immer noch nicht wirklich viel. Aber man sieht, die Wyoming hat ja definitiv Manövrierprobleme. So. Und gleich nochmal eine Salve abgeben. Torpedos to port. Die Torpedos, die treffen mich. Da muss ich jetzt aufpassen. Aber jetzt ein schöner 10.000er Hit. So, jetzt hoffe ich nur, dass jemand die Wickes da wegmacht. Und ich habe jetzt erstmal das erste Blut hier in dem Gefecht reißen können. Die Wickes ist tot. Das ist sehr, sehr wichtig. So, die Schüsse kommen drüber und treffen die South Carolina. Allerdings für gar nicht so viel Schaden. Die Kuma würde sich hier anbieten. Aber die fahrt gerade weg. Die ist aber von der... Oh, ich muss ja den Karren ein bisschen drehen. Weil sonst ende ich gleich so wie die Wyoming vorher. In der Insel. So, und jetzt auf die Kuma. Ah, komm schon. Ja, 18.000er Hit. Zwei Zitadellen. Der hat wehgetan. Aber richtig. So, ich gehe hier auf die Wyoming. Die kommen, glaube ich, ganz solide. Ja, dann kann ich weiterhin so feuern. So, jetzt aimen wir mal auf die Wyoming. Wie gesagt, hier muss man einfach mit den Turmdrehzeiten einfach arbeiten, die man gestellt bekommt. Okay, die ist weg. So, die ersten drei Türme, die sind schon ausgerichtet. Nur noch der hintere muss noch rumdrehen. Und da kommen jetzt die Schüsse wieder. Und 10.000 auch nochmal da drauf gemacht. Wir müssen nur aufpassen, weil A wird gerade gecappt. Und das hat mein Team, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Deswegen hier mal kräftig pingen. Sagen hier, Jungs. Weil eben, er schreibt schon richtig, wir will lose. Wenn der Cap nämlich durchgeht, war es das nämlich für uns. Dann hätten die Gegner, trotzdem, dass sie unterlegen waren, das Gefecht gemacht. Und ihr seht schon, ist schon fast erledigt. So, jetzt fliegen da meine Schüsse. Haben da nochmal ein bisschen für Schaden sorgen können, aber jetzt wurde Gott sei Dank gedecapped. Weil bei dem Mode ist es eben so, wenn einer beide Punkte hat,
gewinnt er automatisch. Und er ist aber gut drauf, der Hofmeister. So, da ist die Phoenix ganz schön schnell. Deswegen hat da nur einer eingeschlagen. Nach wie vor die Leute fahren nicht wirklich zur Base. Da ist die Clemson. So, da wurde ich gut jetzt getroffen. Keine Hüllenbrüche zwar, aber ansonsten trotzdem. Ich hoffe mal, da wird sich jetzt drum gekümmert. Das kann man mal reparieren. Na, bringt mich wieder zum Brennen, die Phoenix. Das kann sie gut. Da vorne ist auch jetzt gerade hier der Rauch angegangen. Das heißt natürlich auch da. Noch ein Ding im. Ein Zerstörer drin stehen. So, jetzt schießt man da mal rüber. Und jetzt bin ich der Einzige, der den Cap verteidigen wird. So, ihr seht, natürlich, ich bin offen, der Gegner hat hier den Vorteil und wie viel hier rüber kommt, also das ist jetzt eine schlechte Teamleistung. Das muss man mal ganz klar sagen. Und jetzt haben sie es nämlich auch gleich durchgekappt. So, vielleicht kann ich noch einmal einen Decap machen. Ja, der hat geklappt. Und ihr seht, jetzt geht's hier aber ab. Ja, der hat geklappt. Aber ich bekomme hier so viel Hits. Das ist unglaublich. Also das ist natürlich auch eine Frage der Zeit ist, bis die mich hier wirklich final rausnehmen. Was ich nochmal reparieren könnte, wäre sehr, sehr wichtig. Ja, das ist jetzt passiert. Ah, das hat die Phoenix gut gerochen. So. Jetzt versuche ich mal, hoffe ich, dass meine automatischen Geschirrste hier die Phoenix rausnehmen. Deswegen gehe ich jetzt auf die ISO-Kase. Jetzt konnte ich nochmal decappen, aber ne, irgendwann ist dann auch mal Schluss. Mehr ging nicht. Aber wie gesagt, vielleicht so lang verteidigt, weil die Phoenix, die stirbt jetzt gerade. Und wir stehen jetzt mit drei Leuten im Cap. Beziehungsweise noch nicht, aber gleich. Also ohne mich da jetzt rühmen zu wollen, aber ich glaube, das war die Aktion, die das hier gerettet hat. Dass ich da so reingefahren bin, wie ich das getan habe.
Und der Cap von denen ist schon fast erobert. Und da sieht man einfach mal wieder, was die Kaiser Nikolai so drauf hat. Ja, der Cap ist so gut wie durch bei uns. Und aus einem schon fast verloren gegangenen Game ist dann noch eine wirklich sehr, ein sehr schöner Sieg geworden. Und so soll es sein. Ja, und da ist der Sieg direkt. Und ihr seht, 225.000 Credits erhalten. Auch natürlich immer wichtig beim Premium-Schiff. 2808 XP in der Teamwertung. Ehrlicherweise wenig überraschend, dass ich da den ersten Platz gemacht habe. Einfach natürlich wegen der Teamtat, sage ich einfach mal. Und 88.615 Schaden ist für ein Tier 4 Schiff aller Ehren wert. Ja, erhaltener Schaden natürlich hier. Und Kreditpunkte, das ist das Wichtige. 210.000 gab es netto raus. Ja, deswegen. Schönes Schiff. Ich hoffe, euch gefällt es ähnlich gut. Und gerade zum Schluss war es sehr actionreich. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.